Jo, meine Lieben, und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von der Nordfriesischen Marsch hier im LS19. Wir sind gerade dabei, den Drescher zurück zum Hof zu bringen. Wir haben mal unser großes Feld abgeerntet. Jetzt wollen wir den einmal zum Hof bringen und das wird hier schon ganz schön eng jetzt. Letzte Folge haben wir die Ernte abgeschlossen. Wir haben unser neues Feld gekalkt. Das müssen wir jetzt auch mit dem Großen machen. Und ja, da haben wir ja schon letztes Mal festgestellt, für dieses ganz kleine Minifeld am Hof brauchen wir 10.000 Liter Kalk fast. Da gehe ich davon aus, dass wir für das große Feld 50.000, 60.000 Liter brauchen. Das wird ganz schön teuer. So, ich fahre hier mal ganz kurz an den Rand. Ja, ich weiß, das macht man so eigentlich nicht. Müssten wir uns eigentlich noch einen Schneidwerkswagen für holen. Aber das muss jetzt mal so gehen. Ja, ist jetzt die Frage, wollen wir das Feld tatsächlich... wollen wir das wirklich kalken, das große Feld? Oder wollen wir sagen, wir machen das Kalken aus? Das ist natürlich... Das ist schweineteuer. Das ist richtig, richtig teuer. Das müssen wir uns tatsächlich mal überlegen. Können wir jetzt mal eben machen, solange ich die Sämaschine anschmeiße für unser kleines Feld hier, Feld 34. Ach guck mal, der Kalkstreuer steht auch noch drauf. Da hinten steht er noch. So, was hauen wir hier denn drauf? Ist mal eine gute Frage. So. Würde ich sagen, machen wir hier Raps drauf, ne? Oder wir machen hier Weizen drauf. Ja, lass uns mal Raps machen. Ja, siehst du, sehr schön. Das sieht doch schon gut aus. Da hätten wir fast noch ein Stück weiter nach rechts gekonnt, ne? Na, ist egal. Der kriegt das schon hin. So, ja, den Kalkstreuer können wir hier runternehmen. Und da ist wirklich die Frage, wollen wir jetzt das Riesenfeld kalken? Ja, 9000 Liter haben wir gebraucht. Das ist natürlich schon gewaltig viel. Und wenn wir uns vorstellen, das ist für dieses kleine Feld hier gewesen, ja? Nee, für das hier ja nicht mal, das gehört nicht dazu. Das hier. Das ist das kleine Feld. Und das hier wäre das große. Boah, das ist schon gewaltig teuer, Leute. Da kommen wir mit einer Tour hier, 14.000 Liter gehen hier rein, kommen wir nicht hin. Definitiv nicht. Ja, weiß ich auch nicht, wollen wir das machen? Oder wollen wir sagen, wir schalten das Kalken aus, weil die Felder einfach so groß sind? Das kann ja keiner bezahlen. Hier haben wir noch... Ach guck mal, ein Big Pack mit Kalk haben wir hier sogar noch. Aber es sind ja nur 2000 Liter. Wir machen das jetzt mal und schauen mal, wie viel Kalk da überhaupt reingeht oder raufgeht auf das Feld. Und dann, ach, die kosten 450. Ich da hatte im Kopf, dass sie mehr kosten. So. Habe ich, glaube ich, eins zu viel. Werden wir gleich merken. So, wir schauen einfach mal. Wir machen das jetzt einmal und werden mal gucken, wie viel Kalk wir da eigentlich draufhauen. Wie viele Big Packs müssen wir dafür kaufen? Und überlegen uns dann, ob wir es vielleicht ausschalten.
Wir müssen dafür ja auch jedes Mal wieder zurück zum Shop fahren. Das ist auch ein bisschen nervig. Was gehen denn da rein? 14.000 Liter sind das, glaube ich. Oder ne, 14. So, ja, 14.000 Liter. Ich fahre jetzt mal ganz frech hier über den Bordstein. Und dann fangen wir einfach mal an, das Feld zu kalken und mal gucken. Ja, mal gucken, wie viel wir darauf kriegen. Aber ich glaube, da müssen wir noch was nachkaufen. Ich glaube nicht, dass das reicht. Und für das Feld wäre jetzt natürlich auch schön, wenn wir diesen. Die 24 Meter Variante haben, ne? Oder hätten. Oder war das 18 Meter? Die Streuteller. Aber wenn wir erstmal solche Felder hier rechts von uns haben, ne? Mehrere davon. Ach, das wird schön. Das wird richtig schön, Freunde. Die Tage kommt auch noch ein weiteres Projekt. Ja, auch LS19, aber eine ganz neue Map. Die geht die Tage los. Ich glaube nicht mehr vor Weihnachten. Aber so kurz danach sollte das eigentlich hinhauen. Vielleicht am zweiten Weihnachtsfeiertag. Muss ich mal gucken. Ah, müssen wir erst pflügen? Nee, ne? Wir müssen jetzt erst kalken. Und genau, und dann pflügen. Ah, pflügen brauchen wir gar nicht. Perfekt. Können wir direkt ansehen hier dann. Sehr schön. Gucken, passt das auch so nicht, dass wir zu weit links fahren und das Ganze hier auf die Straße schmeißen? Das wäre ja auch Verschwendung. Ja, mit der Sämaschine, die wir jetzt haben, können wir ja auch gleichzeitig grubbern. Da brauchen wir nicht extra noch einen Grubber für kaufen. Das passt ganz gut. Mal drehen hier. Eigentlich müssen wir noch mal ein kleines Feld dazu holen. Pass mal auf, wir machen das mal eben mit dem Helfer. So. Wir haben ja auch nicht mehr so viel Geld. Was würde denn oh, das ist schon bei 130.000. Was würde denn das hier kosten? Aber ich würde natürlich auch ganz gerne was nehmen. Gut, ich wollte gerade sagen, was nehmen, was schon reif ist. Das funktioniert hier nicht. Wir könnten aber natürlich hier sowas Kleines hier nehmen. Das hier. Ist zwar auch wieder relativ weit weg. Aber wir könnten da natürlich. Das kostet nur 30.000. Das können wir uns alles nicht leisten hier. Das auch nicht. Das könnten wir uns leisten und könnten ein bisschen Forstwirtschaft machen. Das ist schon wieder alles zu groß, zu viel. Ui, das ist ein bisschen viel zu viel. Ja, wir müssen natürlich gucken. Wir müssen natürlich jetzt auch irgendwie ein bisschen an Geld kommen, ne? Was ist denn mit diesem Stück? Ah, das kostet auch schon 150.000. Also dann würde ich fast tendieren, dass wir. Ups, falsche Taste. So, wir gehen mal eben den Bahnhof besuchen und schauen uns mal kurz das Feld an. Wie groß ist denn das jetzt wirklich?
Hallo, Madame. Guten Abend. Beziehungsweise die Wiese. Und dann sollten wir vielleicht einfach sagen, wir kaufen die, mähen das Gras. Obwohl, wir haben gar kein Lager, keine Lagermöglichkeiten. Ne? Eine Scheune haben wir noch gar nicht und Gras geht hier nicht rein. Könnten wir verkaufen. Einen Ladewagen brauchen wir sowieso, Mähwerk auch, aber noch nicht jetzt eigentlich. Wir kaufen es und pflügen es dann. Und machen eben, wie gesagt, ein Feld draus. Und zwar, wenn die Sämaschine fertig ist, was noch einen Moment dauert, wie ich sehe. Nee, wenn der Kalkfahrer fertig ist. Pass auf, wir machen nebenbei Missionen. So machen wir's. Wäre natürlich schön, wenn wir jetzt unseren Kalkstreuer hätten noch. Feld 10 ernten. So. Wenn wir das Feld ernten, müssen wir uns den Roper hier natürlich leihen. Und würden 2300 weniger verdienen. So, wir machen das. Wir machen es jetzt einfach. Wir überlegen gar nicht lange. Wir machen das jetzt. Da steht er. Boah, was ein Gerät. Und einen Abfahrer haben wir da auch. Sehr schön. Wir müssen nicht einfach auch mal machen. Wir kriegen knapp 45.000 dafür. Vielleicht bleibt was über, was wir selbst verkaufen dürfen. Alles super. Helfer H wird durch ein Objekt blockiert. Schauen wir mal. Helfer A. Wo wollte er denn hin? Na komm schon. So, jetzt schauen wir mal, ob wir das Ding hier, das Schneidwerk, hier auf den Wagen heben können. Dann ist schon ein Gerät, ne? Alter Verwalter. So, das soll darauf passen. Seid ihr euch sicher? Da bin ich ein bisschen skeptisch, Leute. Kriegt er gleich nicht wieder runter, wa? Ich glaube, ich mache da irgendwas verkehrt. Oh, oh. Ne, Leute, lassen wir einfach so. Lassen wir einfach so. Wir fahren einfach so. Wir lassen den Anhänger hier stehen und gut ist. So. Das war Feld 10. Da oben. Fahren wir einfach so hin jetzt, ne? Ist egal, komm. Ist ja wurscht. Bevor wir es gleich nicht vom Anhänger kriegen. Ja, wem die Videos gefallen, der darf natürlich gerne einen Daumen nach oben da lassen. Wem sie nicht gefallen, der darf natürlich auch einen Daumen nach unten da lassen. Kritik
in den Kommentaren auch sehr gerne gesehen, wenn es konstruktive, sachliche Kritik ist. Uiuiui. Aber ich kann mich erinnern, hier im LS17 auf der NF Marsch hatten wir das Feld auch hier. Feld 9. Ja, das weiß ich noch. Wie wäre es denn, wenn wir mal ein bisschen in Nostalgie verfallen und den LS17 mal wieder spielen in einem Livestream? Das war ja unser erfolgreiches Livestream-Projekt. Könnten wir ja eigentlich mal machen. Und hier stand der Komposter, ne? Wenn ich mich noch recht entsinne. So, ah, da sind wir schon. Boah. Bin ich mal gespannt, wie lange wir dafür brauchen hier. Ich habe mir auch eine Mod runtergeladen. Multimissionen kann man da machen, also mehrere Missionen gleichzeitig. Allerdings habe ich die noch nicht hinzugefügt, also das kann ich jetzt leider nicht machen, aber beim nächsten Mal dann. Ja, beim nächsten Mal müsste das ja möglich sein, denn. So, der kommt zurecht hier. Ja, sehr schön. Schön mit dem Alu, mit dem Krampe Alu Kippsattel. KS 950 Offroad. So, wie viel gehen da denn wohl rein? Das weiß ich nicht. So, ihr Vöglein, ihr müsst weg. Ab nächstem Jahr gibt es dann auch wieder regelmäßig Livestreams. Können wir überlegen, ob wir das wieder von der NF Marsch machen hier. Natürlich LS19 NF Marsch. Oder ob wir da irgendwie uns eine andere Map für raussuchen. Das, boah, können wir uns ja noch überlegen. Na, eigentlich wollte ich was anderes gucken. Wie weit ist der Helfer auf Feld 7? Ja, Hälfte ungefähr durch. So. Helfer E wird durch ein Objekt blockiert. Okay. Achso, das war ich wahrscheinlich gerade. So. Ja, ich würde auch gerne mal mit dem fahren. Den Europa bin ich, glaube ich, noch nie gefahren. Das Europa DLC hatte ich nicht für den LS17. Da bin ich nur mit dem Holmer gefahren. Ich meine, grundsätzlich natürlich ähnliche Fahrzeuge, aber ist auch mal schön hier mit dem schön gelben, auffälligen Europa Tiger, ne? Tiger 6 XL. Ja, sehr schönes Gerät. Gefällt mir gut. So, komm, da fahren wir einmal eben wieder zurück. Ah, schönes Ding. Schönes Fahrzeug. Tja, das war's dann aber auch schon für diese Folge. Gibt's ja gar nicht.
Nächstes Mal starten wir nämlich genau hier. Und bis dahin wünsche ich euch alles Gute, schöne Weihnachten und ja, nächste Folge denke ich mal dann so am 27. Dezember oder 28. Dezember. Also Leute, macht's gut, ciao.